Vanessa, es tut mir leid. Ach, Kinder wird wohl nix. Oh. Jo Leute, was geht? Eigentlich, oder ihr bekommt heute auch ein Video aus dem Stride Indoor Bike Park und eigentlich sollte es erst da losgehen, aber jetzt kamen gerade Patrick und Steffen und was die alles mitgebracht haben, das ist einfach viel zu schade, es nicht zu zeigen. Also legen wir los. Erstmal guten Morgen. Moin. Guten Morgen. Hallo. So, jetzt zeig mal, mach mal so ein richtig schönes Haul, was du so mitgebracht hast. Das ist ja unfassbar einfach. Okay, wir starten. Du musst auch ein bisschen präsentieren, ja, ein bisschen Hingabe. Wir starten mit Leckereien aus der Backstube. Oh, ganz frisch, ja. Belegte Käsebrötchen. Schokotrinks. Energieriegel für zwischendurch. Getränke, die ich noch nie getrunken habe. Auch extra für dich, Fabio, ohne Koffein. Jetzt endet die Reise. Ah nein, aber unfassbar Patrick gut. Hat auch noch Sachen dabei. Ja, ihr denkt jetzt, das war's. Aber Patrick, sag mal, hast du noch alles dabei? Ja, ich hab hier aufgebackene Laugenstangen und selbstgemachte Guacamole. Alter. Verhungern werden wir nicht. Nee. Also, den Tag werden wir überleben, definitiv. Ich weiß noch nicht, ob wir so viel zum Radfahren kommen werden bei dieser Auswahl, aber let's go. So, da es hier so unglaublich warm drin ist, fahren wir uns jetzt mal warm auf der Cross-Country-Strecke und ihr beide fahrt vor mit euren tollen Enduros. Oh, hier mit ihren Vario-Sattelstützen fühlen sich wohl ganz cool. Und ihren Gängen und ihren vorderen Bremsen. Halt, stopp, Steffen! Diese Schuhe. Oh, jetzt hier mit dem Strive von Patrick. Ja, mit Vorderradbremse ist das irgendwie einfacher als mit Dirtbike. Jo. Zählt das? So, ich musste jetzt einfach mal die Schuhe wechseln, weil ich kann hier mit dieser Sohle, kann ich einfach nicht springen. Mit diesen Rillen, ich habe einfach das Gefühl, dass ich down vom Pedal abrutsche. Jetzt habe ich die Schuhe vom Steffen netterweise bekommen, der steht jetzt hier barfuß und friert, das freut mich natürlich. Ja. So, hier ist irgendwie gerade so ein Battle mit diesem Sprung. Ich war hier schon mal und bin auch zu kurz gesprungen. Es ist unheimlich schwierig, hier mit dem Fully Schwung zu bekommen. Ich habe auch bisher alle nur hier super
knapp mit dem Kopf über das Ding flippen sehen. Ja, jetzt habe ich gerade versucht, aber blöd gestürzt, aber das sehe ich jetzt nicht ein, dass das Ding hier gewinnt. Alright, ihr seid ready? Nur schön auf der Rippe gelandet. Das ist jetzt was Persönliches einfach. Das ist echt was Persönliches. Aber ich wusste schon bei der Anfahrt, ich bin zu langsam, aber dann nicht eingesehen, Rückzieher zu machen. Ach, der Lenker ist krumm. Yo! Jawoll! Ja, hätte ich jetzt nicht eingesehen. Wirfst das nach vorne, springst hinterher und musst genau auf die Pedale. Okay? Mhm. Ist total easy, ja. Okay. Ach so, nach vorne weg. Ah, ich hab ja nie gedacht, dass man... Das ist voll der Mindfuck, oder? Oh. Alter! Oh. Alter! Ich war zumindest drauf. Ja, ja, ja. Oh. Vanessa, es tut mir leid. Ach, Kinder wird wohl nix. Oh, shit. Schittenberge, Alter. Was ein Kacke. So Leute, das war's vom Stride Indoor Park in, wo sind wir? Straßburg in Frankreich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt hierher echt entweder mit dem BMX hinkommen, Dirtbike, Enduro, Cross-Country-Rad, vielleicht kein Rennrad, aber alles andere könnt ihr machen, oder? Was würdet ihr sagen? Ihr wart hier mit Enduro? Ja, auf ja? jeden Fall. Funktioniert. Also Dirt und BMX stimmt, Ticken besser, aber kannst du mit Enduro, kannst du gerade die Cross-Country-Strecke fahren. Cool. Ja. Denkt nur dran, auch wenn es eine Halle ist, ist es trotzdem kalt. Also es ist nichts beheizt oder so, wenn ihr im Winter hier hinkommt. Naja, schaut auf jeden Fall bei unserer Pumptrack-Challenge noch dabei. Da gibt es schöne Strafe für die Verlierer. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Tschö, tschö. Seid ihr immer noch da? Krass. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange da geblieben seid. Hier gibt es noch mehr Videos. Oder hier könnt ihr abonnieren. Oder einen Daumen nach oben oder nach unten da lassen. Und da geht's zu meinem Label Scrape Gear. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, würde ich sagen.